Das Thema der Fortbildung lautet HUT-Training schafft Perspektiven. Doch wie genau machen wir das eigentlich? Gemeinsam wollen wir uns intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie sich aus einem ursprünglich mal selbstverwalteten Sportprojekt von ein paar Jugendlichen Anfang der 2000er ein mittlerweile bundesweit aktiver Kinder- und Jugendhilfeträger entwickeln konnte. Welche pädagogischen Leitlinien oder auch Ansätze das HUT-Training heute verfolgt und wie wir quasi diese Handlungsprinzipien mit den verschiedenen Elementen aus den Bereichen Kraft- und Kampfsport verbinden, diese ineinander greifen und wir es schaffen, damit quasi eine progressive Jugendkultur im Sinne der Gewalt und Kriminalitätsprävention auch zu etablieren. Die bringen eigentlich alle unterschiedliche sportliche Hintergründe mit. Der eine aus dem Boxen, der andere aus dem Calisthenics. Und wir haben immer wieder Trainer, die aus dem Graffiti kommen, Musikproduktion. Dazu kommt Videografie und Fotografie, dass Jugendliche aktiv gestalten können. Seid ihr fit? Ja! Seid ihr motiviert? Ja! Mein Name ist Carolina Magel, ich bin 28 Jahre alt. Kissen weg, ordentlich. Und dann starten wir, okay? Ich trainiere eine Kindergruppe ab 6 Jahren, eine Kita-Gruppe ab 4 Jahren und eine Mädchengruppe, wo wirklich nur Mädchen sind, trainiere ich auch. Muss Emilia, weil der Ball bei ihr zuletzt war, 10 Schwinge neben die Beuge machen. Und zwar zack, zack, zack. Check, check. Okay. Die Motivation der Kinder fördere ich so, ich baue sie auf, wenn sie es vielleicht nicht schaffen, inspiriere sie, indem ich das vormache. Ja, bei uns ist das Motto so, es gibt kein ich kann das nicht, es gibt ich versuche es so lange, bis ich das dann irgendwann sehr, sehr gut mache. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr einmal die Übung vormacht, also quasi die Sequenz immer einleitet und ihr macht es selber vor. Ihr schaut euch das an, wie machen die Leute Kniebeugen, dann könnt ihr korrigieren, dann könnt ihr Tipps geben. Ihr seid Trainer, ihr seid eine Autoritätsperson, ihr müsst eine Autoritätsperson sein in dem Bereich. Ich kann unterstützen, ich kann pushen, ich kann supporten, ich kann sagen, sauber, Rick, sehr gut, stark, stark, Kinder, weiter geht's, auf geht's, nicht aufgeben. Das ist die Rolle des Trainers. Komm, Kinder. Ihr werdet eine Minute Zeit haben, um zu besprechen, wie ihr die Aufgabe löst. Und dann habt ihr eine Minute Zeit, um die Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe ist simpel, den höchsten Turm zu bauen mit dem Zuckerbrechen. Und es geht los. Bei der Kommunikation darauf achten, dass es immer Sender und Empfänger gibt. Und man muss sich das bewusst werden, dass nicht alles, was vor allem klar ist, manchmal auch perfekt rüberkommt. Immer die Leute fragen, wie geht's euch? Hat jemand irgendwelche Probleme? Hat jemand irgendwelche Krankheit? Hat jemand irgendwelche Verletzungen oder so? Das ist eure Familie, eure Gruppe, auf die muss man aufpassen. Man ist der Chef. Die Vorbildung war für mich sehr gut. Wir haben sehr gute Impulse bekommen, pädagogische Konzepte und Aufbau. Ich würde die Vorbildung sicherlich weiterempfehlen. Es ist sehr gut. Die Theorie- und Praxisteile sind sehr vollumfangendes Training. Verständnis vom pädagogischen Konzept ist das A und O, HUT-Training gut durchführen zu können.